Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Wir sind eine Weile, ein paar Minuten unter uns hier im Radio und dann irgendwann kommt das Fernsehen dazu. Ja, schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, nur zu. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 50 50. Und der erste Anrufer heißt Marco. Und Marco ist 23. Hallo Marco. Ja, hallo Domian. Ja. Und was geht's bei dir? Ja, es handelt sich um Folgendes. Ich bin jetzt seit fast einem Jahr mit meiner Freundin zusammen. Ja. Und es ist dann etwas Komisches passiert. Nämlich, ja, sie hat nämlich noch eine Schwester. Sie ist zu dem Zeitpunkt schwanger gewesen. Die Schwester. Richtig. Und ich war dann öfters im Krankenhaus auch besuchen. Und da sind ein paar Lügen aufgeflogen von meiner Freundin, die sie mir erzählt hat. Also die Schwester hat dir Dinge erzählt über deine Freundin. Richtig. Und nämlich die, weil meine Freundin hatte mir Sachen erzählt. Zum Beispiel, dass sie war schwanger gewesen. Und hat mir erzählt, dass sie im 7. Monat eine Totgeburt gehabt hätte. Deine Freundin. Richtig. Mhm. Und das stimmt gar nicht. Aha. Sondern? Oder sie sondern? Nee, stopp. Sondern? Was? Sie hat ein Kind, oder wie? Nee, eben nicht, weil ich bin ja halt ein Mensch, ich möchte gerne meine Familie haben. Mhm. So, und ich habe auch immer sehr abgeneigt über eine Abtreibung gesprochen. Mhm. So, und sie hatte halt dann gesagt, nee, ich habe halt eine Totgeburt im 7. Monat gehabt. So, oder sie hat mir erzählt, dass sie eine abgeschlossene Berufsausbildung hat. Ich muss nochmal fragen, diese sogenannte Totgeburt, die lag dann aber vor eurer Zeit. Richtig, das war, sie ist jetzt 28 und da war sie 21 gewesen. Achso, aber in Wirklichkeit hat sie abgetrieben. Richtig, das hat sie mir gar nicht erzählt. Ja, und sie hat angeblich einen Abschluss. Richtig, eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ja. Und das stimmte auch nicht. Aha. So, zur Bankkauffrau. Ja, und was macht sie? Sie selber ist arbeitslos, genauso wie ich zurzeit. Ja. Und wie gesagt, als ich dann im Krankenhaus war und habe die Schwester mal drauf angesprochen, da sagt sie, Moment mal, nee, das stimmt gar nicht. Mhm. Das, was, Moment mal, stopp mal. Da muss ja, was ist denn mit der und der Geschichte? Ja. Was, also, jetzt haben wir schon zwei fulminante Lügen gehört. Mhm. Ist noch irgendwas rausgekommen? Ja, sie hätte angeblich eine künstliche Kniescheibe. Mhm. Da, wo die Schwester mir gesagt hat, sie musste ja irgendwie mal so einen Knubbel gehabt haben, der später mal wo rausgeschnitten worden ist. Ne? Und ich weiß nicht, wenn sie jetzt irgendwas aus ihrer Vergangenheit so erzählt, dann weiß ich jetzt gar nicht mehr, kann ich das glauben, kann ich es nicht glauben. Hast du sie denn auf diese Sachen, die ihre Schwester dir gesagt hat, angesprochen? Ja, selbstverständlich. Und dann, das hat sie dann erstmal vehement alles abgestritten und dann später sagte sie dann so, ja, von wegen, du hast ja so abneigend gegen Abtreibung gesprochen und alles hin und her und das war ja eine Notlüge. Und dann sage ich ja, Moment mal, warum erzählst du das dann hier mit deiner abgeschlossenen Ausbildung? Mhm. Daraufhin sagt sie auch, ja, tut mir leid, das sind alles Notlügen. Da sage ich ja, tut mir leid, wo soll ich denn hier jetzt noch irgendwie fassen? Natürlich, da können ja noch ganz viele Sachen sein, die nicht stimmen. Richtig. Mhm. Und das heißt, jetzt ist das Vertrauen erschüttert zwischen dir und deiner Freundin? Ja, seitdem weiß ich nicht, seitdem ist halt auch klar, wir haben natürlich später auch dann eine Aussprache gehabt. Mhm. Ich bin natürlich dann so hart gewesen, wollte sie dann erstmal aus der Wohnung auch rausschmeißen. Ja. Hab's dann erstmal für 3 Tage zu einer Freundin geschickt. Mhm. Wie gesagt, ich war erstmal voll erschlagen, weil ich wusste nicht, was mache ich jetzt? Kann ich ihr glauben? Kann ich ihr jetzt nicht glauben? Weil, wie gesagt, es sind immer noch gravierende Lügen dann in der Hinsicht und das in einer Beziehung. Mhm, verstehe ich. Wäre mein Vertrauen auch ziemlich angerissen. Und da muss die junge Dame jetzt einiges in die Waagschale werfen, um das irgendwie wieder gut zu machen, aufzufangen.
Ja, das Problem. Zum Beispiel diese Sache mit dieser Ausbildung. Was heißt denn da Notlüge? Das ist keine Notlüge, das ist eine Lüge. Punkt. Aus. Richtig. Ne? Für mich ist, Domian, du musst verstehen, das ist ja nicht nur das. Es ist ja nicht nur die Lüge. Du musst dir vorstellen, sie hat vor eine eigene Wohnung gehabt mit ihrem Stiefvater, kann man fast sagen, oder Ziehvater. Mhm. Ne? Und die hat halt mit dem sie haben Parterre gewohnt, also er rechts und sie links. Und und das war eine reine Baustelle, wo sie dann halt gewohnt hat. Ich würde mal sagen, wir müssen vielleicht gar nicht so weit ausholen. Bist du interessiert an der Frau noch nach wie vor, trotz dieser Erschütterung? Ja, selbstverständlich. Ja. Sie hat sich jetzt aber nicht so verhalten, so habe ich es verstanden, dass da wieder eine Vertrauensebene geschaffen werden kann im Moment. So habe ich es verstanden. Ne? Du bist ja noch irritiert. Ja, das ist sehr irritierend. Ja, so. Deswegen finde ich, dass ihr da euch von außen Hilfe suchen solltet. Für keine großen Sachen, aber für 1, 2, 3 Sitzungen fände ich gut, wenn ihr zwei zusammen mit einem Psychologen reden würdet. Mhm. Das finde ich wichtig, dass so eine neutrale Person dazwischen hängt. Ich würde dir gerne jetzt mal eine Anlaufstelle in deine Umgebung geben. Ja. Und dann schlägst du ihr das vor und sagst, pass mal auf, da müssen wir was tun, lass uns da gemeinsam hingehen. Mhm. Ja? So, dann legst du auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich jetzt an und dann wünsche ich euch alles Gute. Alles gleich, danke dir. Okay, alles Liebe, tschüss. Jo, tschüss. So, meine Lieben, jetzt noch mal ein paar Sekunden Musik und dann kommt das Fernsehen dazu. Meine Lieben, jetzt kommt das Fernsehen dazu und ich begrüße herzlich die Fernsehzuschauer. Wir sind ein bisschen später im Fernsehen, bitten das zu entschuldigen. Schön, dass ihr auch da seid, auch eingeschaltet habt. Wir haben wieder eine freie Themennacht heute und das bedeutet ja, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch bei mir unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Ich begrüße ganz herzlich jetzt Sabine und Sabine ist 31 Jahre alt. Hallo Sabine. Hallo Sabine. Hallo. Da bist du. Ich dachte schon, du wärst nicht da. Doch, doch. Ja, Sabine, um was geht's bei dir? Ja, also ich bin schwanger. Ja. Und zwar im 8. Monat. Ja. Ist auch alles gut und schön, nur der Vater meines Kindes ist der Freund von meiner besten Freundin. Der Freund der besten Freundin? Ja. Weiß die beste Freundin das schon? Nein. Wer weiß überhaupt jetzt, was abgeht? Keiner. Also er auch nicht? Nein, ich habe ihm gesagt, dass das ein One-Night-Stand war, dass ich halt in der Disco war und dass es dann da passiert ist. Mhm. Also du bist aber in keiner festen Beziehung im Moment. Doch, also du, auch. Ich bin halt mit dem Bruder von meiner besten Freundin zusammen. Also das ist ganz verzahnt alles miteinander. Ja, das ist es. Im 8. Monat schwanger. Im 8. Und du bist ganz sicher, dass der Freund von deiner besten Freundin der Vater ist? Ja, weil ich erst jetzt seit knapp 5 Wochen mit meinem Freund jetzt zusammen bin. Und ach so. Das geht ja nicht. Also ach so. Das wäre ja dann...
Und der Freund, mit dem du jetzt gerade eben erst zusammen bist, der nimmt das auch in Kauf, dass du schon schwanger bist? Ja, damit hat er kein Problem halt, aber... Nur wenn er das erfahren würde, wer wiederum der Vater ist, wäre das auch alles problematisch, weil es so verzahnt ist miteinander. Also, dann sage ich mal so, dann könnte ich den nächsten Flieger nehmen und halt aus der Stadt verschwinden. Mhm. Das ist... Ich hätte ja auch nie gedacht, dass ich irgendwie mal in so einer Lage komme oder so. Vielleicht war das auch so eine kleine Rache von mir. An wen? An meine beste Freundin halt. Warum? Ja, weil vor 10 Jahren hatte sie mal was mit meinem damaligen Freund gehabt. Mhm. Und vielleicht deswegen. Eigentlich solltest du jetzt alt genug sein mit 31, ja, ne? Nicht auf so einer Ebene dich zu bewegen. Ich weiß es, zumal das wirklich meine beste Freundin ist. So, und du nicht mal verhütet hast. Nein. Bewusst nicht verhütet hast? Sag ich mal, jein. Das reicht also, mir schon aus. Das ist für mich schon also, ein Ja. Wenn du ja, also ich muss sagen, die Pille selber nehme ich nicht, weil ich nichts davon halte, von diese, ne, und Kondom, ja, das hat halt, macht halt nicht so einen Spaß und ich habe ja gedacht, das könnte mir nicht passieren. Das wollen wir gar nicht hören jetzt, solche Ausreden. Die sind, so, die sind so albern. Und das stimmt. Ne? Also für eine erwachsene Frau darf man das gar nicht so formulieren eigentlich. Ja, das ist es. Was hat er sich denn dabei gedacht? Ich meine, er ist ja nun wiederum deiner besten Freundin fremdgegangen, seiner Freundin. Ja, also wir haben uns eigentlich nie darüber irgendwelche Gedanken gemacht. Wir haben uns immer so heimlich getroffen und... Ach so, das ist mehrfach sogar passiert. Ja. Aha, wie lange lief das denn? Also insgesamt halt, ja, 3 Jahre. 3 Jahre? Ja, insgesamt. Drei Jahre lief das? Ja, aber das war jetzt nicht so, dass wir jetzt 3 Jahre durchgehend eine Beziehung hatten. So immer mal Sex? Ja, halt. Mit Anteilen von Verliebtheit oder eigentlich nicht? Ja, das ist es. Von ihm aus auf jeden Fall. Und von meiner Seite halt überhaupt nicht. Also es wird immer schlimmer. Also, ich dachte gerade am Anfang, dass es einmal mal passiert. Nein, das ist... Ihr habt drei... Wie lange sind die denn schon zusammen, die beiden? 5 oder 6 Jahre. Dann hast du 3 Jahre hast du das gemacht. 3 Jahre. Und hast während dieser Jahre immer mit deiner besten Freundin... Wer klingelt da? Das ist das deine Uhr? Das ist meine Kuckucksuhr. Wie süß. Und hast während dieser 3 Jahre mit deiner besten Freundin dann auch wahrscheinlich über ihre Beziehung gesprochen, über ihre Probleme mit ihrem Freund... Ja, Da musst du dir doch irre mies vorgekommen sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer, ich weiß nicht, also wenn sie zu mir kam, halt wir konnten, oder wir können über alles reden, aber wenn sie dann zu mir kam und halt über ihren Freund, ich möchte jetzt auch den Namen nicht nein, sagen. Nein, natürlich nicht. Reden wollte, habe ich immer irgendwelche Ausreden gehabt. Um dem aus dem Weg zu gehen. Ja, um wirklich diese Sache aus dem Weg zu gehen. Die wittert aber überhaupt gar nichts. Nein, also wie gesagt, sie hat halt erfahren, also das sieht man ja, dass ich schwanger bin. Ja, ja. Und daraufhin hat sie halt, ich habe ihr dann erzählt halt, dass ich in der Disco bin. Ja, ja, und das hat sie dir so geglaubt auch? Ja, weil, wie gesagt, sie glaubt, dass ich sie nie anlüge. Wie schlimm. Ja, also ich habe ja auch nie geglaubt, dass ich jetzt... Weißt du, wenn du zu mir sagst, ich habe das vielleicht gemacht aus Rache meiner besten Freundin gegenüber, weil die auch mal was hatte mit einem Freund von mir. Wie viel Mal hat die das denn damals gemacht eigentlich mit deinem Freund? Ja, sie war mit ihm im Bett gewesen und ich bin damals dazugekommen. Ja, einmal? Einmal im Bett gewesen? Ich weiß nur von einmal. Und ich bin damals halt wirklich dazugekommen und hatte dann damals, hatte die beiden dann erwischt und hatte dann damals... meinen Freund aus der Wohnung geschmissen und... Wie konntest du überhaupt dann wieder zu ihr Vertrauen fassen? Oder hast du es aus strategischen Gründen gemacht, nach dem Motto, ich baue zum Schein Vertrauen auf, um ihr irgendwann es wieder heimzuzahlen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch so eine kleine Hexe, würde ich mal sagen. Ein blonder Deibel. Ich hatte, damals habe ich gesagt, ich verzeih ihr und habe mir dann hinterher gedacht, aber das kriegst du wieder, weil ich hatte mir damals mit meinem damaligen Freund einiges aufgebaut. Also es
wir hatten uns so vieles aufgebaut. Ja. Ne? Das war dann wie eine Seifenblase, die dann geplatzt ist. Ich verstehe schon. Also das musst du gar nicht erklären, dass das eine ganz schlimme Sache war, was deine Freundin damals gemacht hat. Ja. Aber das ist nicht weniger schlimm, was du jetzt gemacht hast. Was ich jetzt gemacht habe, das ist es. Es ist vielleicht sogar noch schlimmer, weil du es so lange und so perfide eingefädelt hast sogar. Ja, das ist es. Und jetzt mittlerweile komme ich mir ja auch so fies vor. Ich hatte jetzt die Beziehung beendet. Also was heißt Beziehung? Halt den Kontakt. Diese Affäre beendet, aber irgendwo das heißt auch noch immer an. Und ich meine, ich habe 1000 Ausreden, um mich nicht mit ihr zu treffen. So, wenn man Rache ausüben will, will man sie ja irgendwann auch mal zur Entfaltung bringen. Ist in dir irgendwie entwickelt sich da so etwas, dass du überlegst, es ihr zu sagen, um dann auch deine Rache zu wirklich dann zu leben? Ich hatte es vorgehabt. Also ich wollte ihr irgendwann sagen, so, jetzt hast du das wieder gekriegt, was du mir angetan hast. Mhm. Und noch einen Tacken schneller, weil sie selber kann keine Kinder kriegen, dann wollte ich ihr das so heimzahlen. Aber mittlerweile haben wir uns wieder so zusammengerafft, ne, dass ich das nicht mehr machen kann. So, und wie findet man jetzt eine Lösung für dieses Problem? Ja, ich habe ja schon gesagt, war auch am Überlegen gewesen, das Kind abzugeben, was ich natürlich nicht mache. Das war ein einmaliger Gedanke. Aber ich weiß genau, wenn es rauskommt, dann will er das Kind sehen, ist klar, er ist der Vater. Meine beste Freundin ist weg. Mein Partner, mit dem ich jetzt mittlerweile was aufgebaut habe, ist natürlich auch weg. Und von meiner Familie ganz zu schweigen. Ja. Weil er halt schwarz ist. Weil er schwarz ist? Ja. Verstehe ich jetzt nicht. Von der Familie ganz zu schweigen, weil er schwarz ist? Ja, richtig. Ach so, der Partner von deiner besten Freundin? Ja. Ach so, wenn der mit dir zusammenkäme, so meinst du das? Nein, ich meine jetzt das Kind, wenn das Kind zur Welt kommt. Ja. So, das Kind wird schwarz sein. Ja, also, ja, weil der Freund deiner Freundin schwarz ist. Richtig, ja. Und schon alleine, wenn meine Familie das mitbekommt. So, jetzt kein Mitleid mit dir. Oh, bitte. Keine Jammergeschichte. Jetzt müssen wir sehen, wie man das jetzt fair für die Beteiligten löst. Ja. Eigentlich hättest du es verdient, dass du das der Freundin nicht sagst, weil das ist ja dein letzter Triumph, ne? Ihr das zu sagen. Aber mittlerweile steht dir das Wasser auch bis zum Hals, ne? Ja, jetzt, weil das halt 4 Wochen vor Geburt ist und ich meine, sie schenken mir Sachen und die beiden stehen kurz vor der Hochzeit und ja, das ist... Furchtbar ist es. Furchtbar. Ich weiß. Furchtbar. Da sieht man wieder, was man anrichten kann durch... Ja, durch irgendwelche Rache. Rache ist das Schlimmste überhaupt, ja. Rache ist... Ich wollte es ja auch nicht in dem Sinne. Ich wollte ja einfach nur, wenn ich jetzt so richtig überlege, mit ihm ins Bett... Und ihr dann irgendwann sagen, ja, du hast mir das kaputt gemacht. Wenn du es einmal gemacht hättest, wäre es auch bescheuert gewesen. Aber wenn du es einmal gemacht hättest und es auch ohne Folgen gewesen wäre, dann hätte man nur sagen können, okay, komm, schwamm drüber. Aber so? Ja. Du stehst kurz vor der Geburt. Die stehen kurz vor der Hochzeit. Du hast einen Freund. Mein Gott, mein Gott. Ja, das ist es. Und jetzt... plagt es dich so sehr, dass du selbst dann in einer solchen Sendung wie hier anrufst, um mal darüber zu sprechen. Weil da niemand ist zum Ich kann das keinen sagen. Ich kann nicht zu meiner Schwester hingehen und sagen, hör mal, ich bekomme ein Kind. Das Kind ist schwarz. Ich glaube, die würden mich im Leben nicht mehr angucken. Ich finde es aber auch sehr schlimm, muss ich sagen, von dem Freund deiner besten Freundin, was er wiederum deiner Freundin angetan hat. Dass er das über 3 Jahre mitgemacht hat. Das ist ja auch ein Permanentbetrüger. Ja, ja gut, das stimmt. Aber ich denke mal, er kann am wenigsten was dafür. Warum? Ihr beide seid, da gehören immer 2 Leute zu. Ja, ja, richtig. Aber wie gesagt, ich habe das irgendwo auch geplant. Und er war im Endeffekt auch nur Mittel zum Zweck. Ich meine, er hatte sich wirklich in mich verliebt und wollte auch die Wahrheit sagen. Aber ich habe dann immer...
gesagt, wenn du die Wahrheit sagst, bin ich weg. Mhm. Und so konnte ich ihn dann noch immer hinhalten. Boah, Sabine, ist das heftig. Ist das heftig. Es muss jetzt eine Lösung gefunden werden, ohne Rücksicht auf dich. Ach, danke. Finde ich. Du hast jetzt so viel Schaden angerichtet, dass du da nicht ungeschoren davon kommen darfst, finde ich. Da musst du daraus lernen. Ja, ich habe schon daraus gelernt. Also ich weiß eins, ich werde sowas nie wieder machen. Ne? Mhm. Auch nicht nach 10 oder 20 Jahren. Und du hast bis heute diesem Mann nicht gesagt, dass du ihn eigentlich nicht liebst? Nein. Mhm. Weil dann würde ich ihn ja anlügen. Mhm. Nee, dann würdest du die Wahrheit sagen. Du hast ihn bisher hast du ihn angelogen. Wenn ich ihn jetzt sagen würde, ich würde ihn lieben. Nein. Du hast ihm nicht gesagt, dass du ihn nicht liebst. Nein, ich habe... Nur so getan, als würdest du ihn lieben. Ja, gut, das auch. Mhm. Jetzt ist das ganze schlechte Gewissen, was ich jetzt habe, wirklich hochgekommen. Mhm. Danke. Weißt du, was ich wirklich glaube? Mir tut sehr deine Freundin leid. Deine Freundin tut mir wirklich sehr leid. Aber das ist so eine verfahrene Situation, dass man da, glaube ich, nur mit einem großen Wahrheitsschlag rauskommt. Und du musst die Konsequenzen tragen. Und leider Gottes deine Freundin auch, weil deren Beziehung kaputt geht. Oh mein Gott. Ja. Und deine Beziehung ist auch kaputt. Ja, die wird kaputt sein. Mhm. Ja. Alles, was wir jetzt hin und her überlegen könnten, wäre wieder Lüge, wäre wieder irgendein Taktieren. Das Einzige, was man sagen könnte, ist, warte noch deine Geburt ab, tu du dir diesen Stress nicht an vor der Geburt, wegen des Kindes, sage ich das. Ich sage es nicht wegen dir, wegen des Kindes. Ich wollte sowieso ausziehen, auf jeden Fall hier raus, schon alleine, weil das Kind halt schwarz ist und schon alleine wegen meiner Familie, meiner Verwandtschaft, das auf jeden Fall. Mhm. Oder ich müsste halt das Kind abgeben, um... Also, ich finde das so. Alles, was man jetzt hin und her taktieren könnte, wäre auch wieder nicht in Ordnung, ist meine Auffassung. Mhm. Nur reden wir schon ziemlich lange. Das ist ungewöhnlich für die Sendung. Ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch ein bisschen weitersprichst. In Ruhe, dass du noch eine andere Meinung einholen kannst. Okay. Ja? Mhm. Sabine, krasse Geschichte. Ja. Trotzdem für die Geburt wünsche ich dir alles Gute. Dankeschön. Und wünsche dir, dass du sehr, sehr viel daraus lernst. Ja. Sehr viel. Das habe ich. Ja. Auch schon lange durch dieses Gespräch, danke. Alles Gute von Herzen. Dankeschön, Domian. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 0800 220 50 50. Wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann wählt diese Nummer oder meldet uns unter domian@wdr.de. Und hier ist Birgit und Birgit ist 44 Jahre alt. Hallo Birgit. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, Birgit. Dein Thema? Mein Thema betrifft meine Tochter. Ja. Sie hat sich am Sonntag das Leben genommen. Wie alt war sie? Sie ist 21 gewesen. Mhm. Weißt du, warum sie sich das Leben genommen hat? Ja, meine Tochter ist Ende 2001 vergewaltigt worden und hat daraufhin eine Psychose entwickelt. Mhm. Hat viele Klinikaufenthalte hinter sich gehabt und baute halt in der Zeit immer weiter ab. Mhm. Und hat dann halt zum Ende hin immer wieder gesagt, dass sie nicht mehr denken kann, dass sie sich ganz leer fühlt, wie nur noch als Hülle in der Welt ist. Und das schlichtweg nicht verarbeiten können, verkraften können. Ja, sie hat halt immer gesagt, dass die Medikamente, die sie genommen hat, ihr Gehirn zerstört haben. Mhm. Und dass sie halt nicht mehr denken konnte. Und sie hat sich auch nicht mehr zugetraut, da wieder was draus zu machen. Er hat nicht mehr an sich geglaubt. Mhm. Wie hat deine Tochter sich das Leben genommen? Sie hat sich vor einen Zug geschmissen. Wann hast du davon erfahren? Am Montagnachmittag. Erst am Montagnachmittag? Ja. Das war so, dass meine Tochter vor 2,5 Wochen mich nachts angerufen hat, um sich schon da von mir zu verabschieden. Und wir haben 2 Stunden miteinander telefoniert. Und ich bin am nächsten Tag hingefahren. Sie wohnt in Hannover und ich wohne halt 300 Kilometer entfernt. Mhm.
Darf ich mal eben kurz unterbrechen? Sie hat dich angerufen, um sich zu verabschieden. Ja. Das heißt, sie hat es angekündigt, dass sie es machen. Ja, oder? Sie hat halt ihre Verzweiflung freien Lauf gelassen und war ganz ehrlich zu mir. Hast du sie ernst genommen? Selbstverständlich, denn das war schon der dritte Selbstmordversuch. Hast du das respektiert, dass sie nicht mehr leben wollte? Wie denn? Nein. Hast du etwas dann, nachdem sie angerufen hat, hast du nochmal versucht, etwas dagegen zu unternehmen? Ich bin sofort am nächsten Tag hingefahren und habe sie hier nach Hause geholt, um diese Phase zu überbrücken, damit sie vielleicht danach neu anfangen kann. Und habe halt alles versucht, weiß halt im Nachhinein, aber sie hat das genutzt, um sich von ihren Großmüttern zu verabschieden, ohne das natürlich offen zu zeigen. Ja, ja. Und hat noch Dinge getan, die sie einfach mal machen wollte im Leben. Sie hatte keinen Führerschein und wollte gerne mal Auto fahren. Das haben wir halt dann gemacht. Und ich bin halt im Begriff umzuziehen. Sie hat sich angeboten, mir beim Packen zu helfen. Das hat sie dann in den 2 Wochen auch ganz fleißig getan. War sie denn bis zum Schluss, bis zum Sonntag bei dir oder war sie vorher nach Hause? Sie war bei dir. Ja, genau. Wir haben am Sonntag noch die Oma besucht und ich habe sie von dort aus zum Bahnhof gebracht und mich von ihr verabschiedet. Und sie hat mir versprochen, mich anzurufen, wenn sie ankommt. Ach, sie wollte Sonntag dann nach Hause fahren? Ja, sie wollte nach Hause fahren. Aber sie ist nicht nach Hause gefahren, sondern... Nein, sie ist zwischendurch ausgestiegen, um das zu tun. Das heißt, sie hat das alles geplant? Ja. Hattest du das Gefühl am Sonntag, wir haben es einigermaßen wieder hinbekommen oder hattest du ein sehr unwohles Gefühl? Ich habe auf jeden Fall ein ungutes Gefühl gehabt und habe auch noch am Bahnhof zu ihr gesagt, obwohl sie ihr Ticket schon hatte, ich würde dich am liebsten wieder mit nach Hause nehmen. Und wir haben auch sehr, sehr ausführliche Gespräche über ihr Vorhaben geführt in den 2 Wochen. Inwiefern? Also sie hat natürlich mit mir ganz offen darüber geredet. Und dass sie sich das Leben nehmen will? Ja. Hat sie dir da schon gesagt, wie sie das machen möchte? Nein. Das nicht? Hast du sie gefragt danach? Was heißt nein? Also sie hat mir vorher schon an dem Telefon, beim Telefonat vor 2,5 Wochen gesagt, du weißt gar nicht, wie man sich fühlt, wenn man am Bahnsteig steht und springen will. Ja, das war schon so ein Signal, dass sie diesen Gedanken hat. Ja, aber ich habe gehofft, dass ich hier so viel mitgeben kann, dass das genügt, den Mut letztendlich nicht aufzubringen. Machst du dir jetzt Vorwürfe? Unwahrscheinlich, ja. Obwohl du wahrscheinlich, ich höre es ja schon, alles getan hast, was man tun kann. Alles, was einer Mutter vielleicht. Was eine Mutter tun kann. Genau. Ich habe... Musstest du sie auch identifizieren? Ne? Ich habe danach gefragt, ob ich mich von ihr verabschieden darf. Das hat die Polizei halt nicht erlaubt, weil ihre Verletzungen halt so stark sind, dass sie mir das nicht zumuten wollten. Warum sie sich vielleicht auch das Leben genommen hat, ist, sie hat ihren Papa vor 2 Jahren verloren. Der hat, glaube ich, die Krankheit meiner Tochter nicht verkraftet und ist an einem Herzinfarkt gestorben. Ja. Warst du mit dem Vater deiner Tochter noch zusammen? Ja, 25 Jahre lang. 25 Jahre. Das heißt, jetzt, du hast deinen Mann vor ein paar Jahren verloren und jetzt deine Tochter auch. Ja. Die beiden Dreh- und Angelpunkte meines Lebens. Und jetzt habe ich nur noch mich und ich habe mir eigentlich nie selbst genügt und ich fürchte, da bricht ganz viel demnächst auf mich ein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du im Moment, wir haben ja heute erst Mittwoch, noch unter Schock stehst, dass du das alles eigentlich noch gar nicht wahrhaben kannst. Was ich habe genau davor Angst, vor dem Moment, wo ich das wirklich realisieren kann. Ja. Ich habe auch solche Schuldgefühle, weil... Dadurch, dass meine Tochter in den letzten Monaten immer wieder davon sprach, dass sie sich entschieden hat, nicht weiterleben zu wollen, da fraß ich halt so ein Bild in meinen Kopf. Das habe ich natürlich immer sofort versucht wieder zu löschen, aber das Bild war halt, irgendwann stehen hier 2 Polizeibeamte vor der Tür und sagen dir, was passiert ist. Und das war tatsächlich so. Ja. Ich bin am Montag bei jedem Auto, das hier vorbeifuhr, aufgesprungen, um zu gucken, ob es
Polizei war oder nicht. Warst du nicht am Abend, Sonntagabend schon besorgt, dass man nicht telefoniert hat? Ja, natürlich. Ich habe mit ihrer Oma gesprochen. Wir haben beide immer wieder versucht, sie zu erreichen übers Handy. Und da war dir schon... Das hat nicht geklappt, ja. Befürchtungen gehabt. Hat sie dir noch etwas hinterlassen, einen Brief? Ich weiß das nicht, denn die Sachen, das ist in Hamm passiert und Annas Sachen sind noch dort und werden mit ihrer Überführung hierhin mir halt weitergegeben. Alles ist durch dieses Verbrechen passiert, durch die Vergewaltigung. Vorher war es eine ganz normale junge Frau. Ja, sehr, sehr präsent und er hatte eine Wahnsinnsausstrahlung und hat das... Ist dieser Täter gefasst worden? Ich habe ihn natürlich sofort angezeigt, beziehungsweise wir. Und das ganze Verfahren lief bis zum letzten Oktober. Meine Tochter war nie vernehmungsfähig und nicht in der Lage, an einer Gerichtsverhandlung teilzunehmen, weil sie halt immer wieder psychotische Schübe hatte. Ja. Wie ist das Urteil gewesen dann? Der ist freigesprochen worden. Der ist freigesprochen worden? Die beiden waren halt alleine und leider ist das halt so bei uns. Der Täter wird aufgrund der mangelnden letzten Beweise freigesprochen zu seinen Gunsten. War das ein Bekannter von euch, von ihr oder ein fremder Mann? Das war keiner, den ich in meinem Bekanntenkreis hatte. Das war so, dass er hier eine Galerie besitzt in unserem kleinen Ort und meine Tochter sehr kreativ war und im kreativen Bereich immer arbeiten wollte. Und sie hat bei ihm Malkurse belegt und er hat ihr dann irgendwann angeboten, einen Job anzunehmen. Verstehe schon, so kam der Kontakt dann zustande. Und genau, und dann war das halt am ersten Arbeitstag. Jetzt kommen ja wahrscheinlich auch 100.000 Formalitäten auf dich zu oder sind schon auf dich zugekommen. Ja, sicher. Jetzt die ersten Tage, Dienstag, Mittwoch und ist ja erst Dienstag und Mittwoch. Ja, hast du das geschafft, das zu bewältigen? Ja, ich habe mich wirklich ganz doll bemüht und staune eigentlich auch, wie abgeklärt ich das regeln konnte. Aber ich denke mal nur deswegen, weil ich wirklich neben mir stehe. Das hat der Teil gemacht, der das machen musste, aber deswegen der emotionale Teil wäre dazu gar nicht in der Lage gewesen. Ja. Deswegen finde ich es erstmal sehr gut, dass du hier angerufen hast heute Abend. Das ist ja auch ein Hilferuf, so empfinde ich das auch. Fall, ja. Ich glaube auch, dass es im Moment so ist, dass du neben dir stehst und das alles organisierst und es sicher irgendwann einen Einbruch geben wird, wo dir alles klar wird. Deshalb rate ich dir ganz, ganz, ganz dringend, wo du gerade auch gesagt hast, ich bin jetzt alleine quasi. Ja. Und wir werden versuchen, dir gleich etwas dabei behilflich zu sein, dass du dir wirklich professionelle Hilfe suchst. Ich weiß das. Ich war im letzten Jahr schon ein halbes Jahr in der Klinik gegen Depressionen, weil mich die Krankheit meiner Tochter und der Tod meines Lebensgefährten mich so zerschmettert haben, dass ich mir da schon professionelle Hilfe suchte und habe halt in der Therapie gelernt, diese sogenannten Schicksalsschläge als Prüfung anzunehmen, an denen wir wachsen sollen, aber auch der Glaube daran bricht zusammen. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Das würde ich an deiner Stelle jetzt auch empfinden. Wichtig ist, dass Menschen da sind. Menschen, mit denen du sprechen kannst. Menschen auch, die du Tag und Nacht erreichen kannst. Mir fällt gerade noch etwas ein. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass es bundesweit eine Selbsthilfevereinigung gibt, die nennt sich Verwaiste Eltern. Ja, das weiß ich. Ja, das sind Menschen, die ihre Kinder verloren haben auf unterschiedlichste Weise. Ja. Ich habe in dieser Sendung sehr viel Gutes von dieser Selbsthilfegruppe gehört und gehört, dass sie anderen Betroffenen sehr, sehr helfen. Wir werden dir gleich mal eine Kontakttelefonnummer geben von den verwaisten Eltern. Ja. Dann hast du jetzt gleich die Möglichkeit, weiter mit meiner Psychologin zu sprechen, um auch vielleicht jetzt ganz aktuell noch andere Maßnahmen einzuleiten, um dir zu helfen. Ja. Ich kann dir von meiner Seite, und das sage ich nicht einfach nur, weil ich hier jetzt im Radio und Fernsehen sitze, ich sage dir wirklich von tiefstem Herzen mein Mitgefühl. Danke. Wohlwissend, dass ich dir damit nicht helfen kann, aber ich sage es dir trotzdem. Ja, und wünsche dir von ganzem Herzen, dass du diese schwere Zeit bestehst und dass du es schaffst. Und gut, dass du angerufen hast. Vielleicht kommt jetzt wieder was Neues.
in die Gänge, was dir ein bisschen unter die Arme greift. Danke. Dann legst du jetzt bitte auf, Birgit, und meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Und wir versuchen alles, was wir machen können. Danke. Alles Gute. Danke. Auf Wiedersehen. Null 800 220 50 50, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, oder meldet mir unter domian@wdr.de. Hier ist Marco und Marco ist 24 Jahre alt. Hallo Marco. Hallo Domian. Guten Morgen. Herzlich, das Beileid erstmal an die Birgit von gerade. War ziemlich schön, das zu hören. Ja, sehr schlimm. Ja, mein Thema ist, ich kann der Frau, die ich liebe, nicht sagen, dass ich sie liebe. Warum nicht? Weil ich mit ihrer Schwester 4 Jahre zusammen war und heute immer noch sehr, sehr gut befreundet bin mit meiner Ex-Freundin. Also wir sind jetzt über ein Jahr auseinander. Mhm. Und sie hat halt während der Beziehung öfter mal gesagt, dass sie es nie abhaben könnte, wenn einer ihrer Ex-Freunde jemals was mit ihrer Schwester haben hätte können. Also ich habe halt Angst, dass ich die Freundschaft halt aufs Spiel setze. Ja. Deine Freundin, also die Schwester deiner Ex, mit der bist du jetzt wie lange schon verbunden? Also ich war 4 Jahre mit ihr zusammen und jetzt sind wir eigentlich, wir waren dann danach so 2 Monate sind wir auf Abstand gegangen, aber ja, so ganz voneinander konnten wir doch nicht lassen. Also man kann sagen, wir sind Busenfreunde geworden. Also das ist mir schon klar. Gut. Aber mit wem, das verstehe ich jetzt nicht. Mit wem bist du? Bist jetzt mit der Freundin, mit der Schwester deiner Ex zusammen, oder wie? Nein, in die Schwester habe ich mich verliebt. Die Schwester hast du dich verliebt? Ich traue es mir nicht, ihr zu sagen. Ja. Das heißt, die Schwester weiß aber gar nichts von ihrem Glück, dass nee, du sich. Nee. Ach so. So. Und du traust es nicht, deine. Nee, weil ich halt Angst habe, dass ich die Freundschaft verspiele. Also du traust es nicht, deiner Ex zu sagen? Nein, ich traue es mich nicht, der Frau, ihrer Schwester zu sagen, der Frau, in die ich mich verliebt habe. Ah ja. Aber du gefährdest doch die Freundschaft mit deiner Ex, wenn die das dann auch erfährt. Ja, eben, ja klar. Mhm. Also eigentlich egal, wem ich es von beiden sage. Wie nah ist denn das Verhältnis jetzt schon mit der Schwester deiner Ex, dass du sagst, ich habe mich in die verliebt? Habt ihr euch schon öfters mal so getroffen? Ja, das ist halt, weiß ich nicht, wenn ich halt da gewesen bin, dann hat man halt öfter mal zusammen gegessen oder so. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass die Schwester, ist das die kleine oder große Schwester? Das ist die große Schwester. Die große Schwester, dass die für dich auch etwas empfindet? Ja, das ist halt schwierig zu sagen, ich weiß es nicht. Hm. Na gut, man wittert das auch so ein bisschen, ob jemand einem zugetan ist oder vielleicht ja, ein bisschen flirtet. Ja, wir verstehen uns gut, aber ob sich da jetzt beidseitige Liebe daraus entwickeln könnte, ist schwer zu sagen. Ja. Hast du denn schon so ein paar Aktionen unternommen? Nee, noch gar nicht. Gar nichts? Mal vorgeschlagen, wir gehen ins Kino, wir machen irgendwas zusammen? Nee, Quatsch, überhaupt nicht, weil ich halt dann auch Angst habe, dass sie dann total abblockt und dann nachher das auch noch an die große Glocke hängt. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie die Frau da reagiert. Wie stark ist denn das Gefühl des Verliebtseins zu der großen... Ziemlich stark. Ziemlich stark. Ich habe mindestens einmal die Woche, dass ich davon träume. Mhm. Und diese Träume, die sind intensiv. Die sind sowas von realistisch. Die sind auch wunderschön. Also, dass man es wirklich in die Tat umsetzen möchte. Wenn du dich ein bisschen vorsichtig vortasten würdest... Dass du nur nicht mit der Tür ins Haus fällst, sondern dass du einfach mal testest, vielleicht eine kleine Verabredung oder irgendwas, wo du, dass ihr euch mal ein bisschen über das übliche Maß hinaus einfach mal ein bisschen näher beschäftigt miteinander oder was unternehmt. Wäre das denkbar? Ja, das ist halt, ich weiß nicht, wie die Ex dann darauf reagiert. Ich denke mal doch, dass sie es dann erfahren würde. Und also ich will dir mal sagen, ich finde, dass jetzt erstmal nicht das Hauptthema ist, wie die Ex darauf reagiert, sondern das Hauptthema ist, was für Gefühle du hast, ob die so intensiv sind, dass man die nicht einfach wegschieben kann. Mhm. Und wenn die so intensiv sind, finde ich, haben die Gefühle jetzt erstmal Präferenz. Die stehen im Mittelpunkt. Ja, das sagt mir mein Kopf auch ständig. Ja, das finde ich allerdings auch. Ja. So, und wenn die Ex, ihr seid ja immerhin schon ein Jahr auseinander. Ja, ja. Nehmen wir mal an, spielen wir mal das Modell durch, du kämst mit der Schwester zusammen und sie wäre deshalb dann sauer und sie würde die Freundschaft kündigen, dann wäre es halt so. Ich finde es auch ja, nicht... Ja, dann wäre es, dann wäre es mir, in dem Moment wäre es mir dann egal, also. Weil dann ist mir die Liebe halt doch wichtiger, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe halt Angst nachher, also du willst mit Netz und doppeltem Boden agieren, merke ich schon.
Was denn? Du willst mit Netz und doppeltem Boden agieren im Moment. Du willst nichts in die Waagschale werfen, kann nichts riskieren. Ja, vielleicht so ein bisschen Mitleid. Ich denke mal, dass es mehr Mitleid ist. Ihr verdammt weh zu tun damit. Ja, nee. Also Mitleid ist ja schon auch immer ein schlechter Ratgeber, ne? In solchen Fällen. Richtig, ne? Richtig. Also, ich vorgehensweise, ich würde jetzt erstmal ein bisschen was versuchen zu unternehmen mit dem Mädel. Um mal einfach abzuklären, was bei ihr ist. Vielleicht ist sie auch völlig erstaunt darüber, was für Gefühle sich bei dir entwickelt haben. Ja. Ne, kann ja auch sein. So, und wenn du merkst, dass da vielleicht ein bisschen was in der Luft liegt oder dass da sogar was machbar ist, dann würde ich das auch leben. Und dann würde ich es auch machen. Und ich würde auch jetzt das Risiko eingehen, dass die ganze Sache vielleicht den Bach runtergehen kann. Wenn deine Gefühle so stark sind. Das finde ich schon. Ne? Sonst, was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du alles unterdrückst und dir die Sache aus dem Kopf stellst. Ja, stimmt. Ne? Und das geht jetzt schon ziemlich lange so. Und deswegen habe ich auch angerufen. Und ich habe den Eindruck, dass du das nicht willst, die Sache vom Tisch wischen. Nee, unter dem Tisch gern würde ich so. Also musst du was machen. Du musst was machen mit dem Risiko, dass das auch was schief gehen kann. Nur so funktioniert es. Mhm. Lieber Marc. Marco, ich mag. Okay. Alles Gute. Danke, Domian. Ne? Tschüss. Super Sendung, ne? Tschüss. Dankeschön, tschüss. So, ihr Lieben, ich will euch hinweisen auf unser Thema morgen. Morgen ist ja die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und da haben wir wieder ein festes Thema. Und das Thema heißt Geständnisse. Ich möchte gerne mit euch sprechen über große Geständnisse, die ihr schon gemacht habt, Leuten, die ihr mir vielleicht machen wollt morgen. Oder auch darüber, ob ihr ein großes Geständnis vielleicht demnächst machen solltet. Dann können wir gemeinsam darüber beraten, ob es gut ist, das zu machen. Geständnisse aller Art, was ihr in eurem Leben schon gemacht habt, angestellt habt, verschuldet habt vielleicht und bisher wusste das keiner. Also, das Thema heißt Geständnisse. Ich gestehe. Wenn ihr euch jetzt schon anmelden wollt für die Sendung, dann meldet uns doch ganz einfach unter domian@wdr.de und bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. Morgen das Thema Geständnisse. Es geht weiter mit Tobias. Und der Tobias ist 14 Jahre alt. Hallo Tobias. Hallo Domian. Um was geht's bei dir, Tobias? Bei mir ist es so, ich habe vor 3-4 Wochen einen Freund auf der Klassenreise verloren. Was heißt verloren? Er ist verstorben. Auf der Klassenreise? Ja. In deinem Alter? Ja. Was ist passiert? Er hatte einen Skiunfall. Ein Skiunfall? Ja. So einen schlimmen Skiunfall, dass er gestorben ist dabei? Ja. Was ist da genau geschehen? Er ist eine Piste runtergefahren und hat dann die Kontrolle verloren und ist dann mit dem Kopf gegen einen Baum geknallt. Ja. Und warst du in unmittelbarer Nähe? Nee. Also ich war mit auf der Piste, ich hab's aber nicht gesehen. Mhm. Ihr wart mit wie vielen Leuten wart ihr unterwegs? Mit 37. 37. Mhm. Du warst auch auf der Piste? Warst du noch oben oder warst du schon unten, als das passiert ist? Nee, wir hatten da gerade Mittagspause. Ach so. Und wir durften eigentlich nur auf die Piste für Anfänger. Mhm. Und er ist dann eben halt auf die Piste für Fortgeschrittene gefahren. Und war gleich tot? Ja. Und ist dann von der Piste runtergefahren und hat dann die Kontrolle verloren. Hm. Und habt ihr das denn gleich erfahren? Oder? Nee, wir haben es erst abends erfahren. Hm. Ist die Klassenfahrt dann abgebrochen worden? Ja. Hm. Und das Problem bei mir ist jetzt, ich vermisse ihn einfach extrem doll. Hm. War es ein sehr guter Freund? Ja. Dein bester Freund? Mit einer, ja. Hm. Und die meisten Sachen, auch wo ich hingehe, da kommt es immer wieder alles hoch, weil ich mit denen da immer war. Und ist das zum ersten Mal in deinem Leben, dass du so eine Erfahrung mit Tod gemacht hast jetzt? Nein. Ist schon mal jemand aus deinem Umfeld gestorben? Ja. Wer? Meine Oma. Mhm. Mhm. Und warst du auch auf der Beerdigung? Nee. Warum nicht? Weil das habe ich einfach nicht verkraftet. Mhm. Ich war zwar auf der Trauerfeier, aber nicht auf der Beerdigung. Mhm. Warst du denn schon mal alleine am Grab? Nee, der wurde auch erst kürzlich beerdigt. Mhm. Und wir gehen dann mit der Klasse dabei hin. Mhm. Ja. Und jetzt ist es ganz tief in deinem Herzen, die Trauer und die Erinnerungen. Und du kriegst es nicht aus dem Kopf heraus. Nee. Was ja auch normal ist, ne? Es ist ja erst 3-4 Wochen her, wenn es ein guter Freund war. Ist
man halt traurig und man ist lange traurig. Gibt es denn noch jemanden, der auch sehr eng mit ihm befreundet war? Und dass ihr, redet ihr auch miteinander darüber? Ja, also das ist so, wir wohnen, also wir waren drei Leute und wir wohnten eben halt auf, also in sehr geringer Nähe. Mhm. Und ich rede schon viel mit ihm darüber. Mhm. Das erinnert mich an eine eigene Geschichte, da war ich 16. Da ist eine Freundin, eine ganz gute Freundin, ich war nicht mit ihr zusammen, aber eine ganz gute Freundin aus der Schule, ist unter mit ihrem Mofa unter einen Zug gekommen. Lastzug gekommen, einen großen Lastwagen. Und ich weiß auch, dass wir damals wirklich sowas von erschüttert waren und wussten gar nicht, was wir tun sollten. Und wir haben ganz viel immer so in der Clique, wir waren so eine kleine Clique, immer zusammengesessen und haben über sie gesprochen und haben Bilder ausgetauscht von früher. Und ich weiß auch, ich habe in Erinnerung, dass dieses viele Reden darüber uns sehr gut getan hat. Und wir sind auch oft zusammen, manchmal zu zweit, zu dritt, zu viert, ins Grab gegangen und haben ihre Lieblingsblumen mitgenommen und so weiter. Bei uns ist das so, wir haben das in der Klasse im Moment, also in der letzten Zeit gemacht. Mhm. Und jetzt haben wir eben halt Ferien. Mhm. Und in der Zeit, wo wir keine Ferien hatten, hat mir das auch sehr geholfen, dass wir über ihn geredet haben. Ja. Aber jetzt sind im Moment eben halt Ferien. Und es kommt eben halt wieder alles hoch. Aber du kannst auch Kontakt noch aufnehmen mit den, mit diesen anderen engen Jungs, also die mit euch da zusammen waren. Ja. Mhm. Wie ist es zu Hause? Sprichst du zu Hause mit deinen Eltern auch darüber? Mit meiner Mutter, ja. Mhm. Was sagt die? Ja, die war auch sehr gut mit ihm befreundet. Ja, die kannte ihn auch gut. Ja. Mhm. Und die Eltern kennen sich auch gut. Und das zweite Problem von mir ist, ich weiß nicht, wie ich den Eltern gegenüberstehen soll. Übrigens, das wollte ich jetzt gerade auch noch erzählen. Das habe ich gerade vergessen zu erzählen. Wir sind auch oft zu den Eltern gegangen damals. Mhm. Und zwar hatten wir Angst, am Anfang dahin zu gehen, weil wir unsicher waren, so wie du wahrscheinlich auch unsicher bist, ob denen das recht ist oder ob die dann vielleicht noch trauriger werden, wenn die Freunde auftauchen. Und dann hat ein Lehrer damals zu uns gesagt, werde ich nie vergessen, geht die mal besuchen, macht das mal. Und das war sehr richtig. Wenn die nicht möchten, dass ihr kommt, dann werden die das höflich sagen oder werden euch auch höflich euch das erklären. Und die waren sehr froh, dass wir gekommen sind und sind auch öfters immer wieder hingegangen zu Besuch. Ja, der Lehrer kann mit uns schon darüber reden, aber der ist eben halt extrem am Boden, weil die Presse ihn eben halt extrem... Ach so, dass er schuld ist daran. Hm? Dass er schuld ist und nicht die Aufsichtspflicht... erfüllt hat. Ja. Hm. Stand ja auch überall in der Zeitung. Hm. Also fällt er so als Ansprechpartner flach, weil er selbst genug Probleme im Moment hat. Und wahrscheinlich auch Schuldgefühle hat, ne? Dass, dass er nicht aufgepasst hat. Ja, obwohl... Er hat ja eine klare Ansage gegeben. Mhm. Ja, ja, aber es ist dann ja menschlich, dass man sich, auch wenn man objektiv keine Schuld hat, dass man sich dann doch Vorwürfe macht und immer zu daran denkt. Also ich finde, ich sage dir so aus meiner Erfahrung heraus, sprecht die Eltern an und besucht sie. Und wenn die Eltern es nicht möchten, dann sagen die das. Okay. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Menschen, die trauern, wenn man die ausgrenzt. Das ist ganz schlimm. Mhm. Und es tut Trauernden auch immer gut, wenn sie mit anderen Menschen, die das gleiche empfinden, zusammen sind. Ja. Such mal den Kontakt, ruf mal an und frag, ob ihr vorbeikommen könnt. Mhm. Und sprich mit deinem Freund viel darüber. Okay. Alles Liebe und alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Monika, 56 Jahre alt. Hallo, Monika. Hallo. Um was geht's bei dir, Monika? Mein Mann ist, im Oktober hat er mir eröffnet, dass er sich zur Frau umwandeln möchte, also eine Geschlechtsumwandlung. Im Oktober? Ja. Und wie alt ist dein Mann? 58 grad geworden. 58? Ja. War das für dich ein Schlag ins Gesicht? Ja, schon. Das heißt, du hast von dieser Sache gar nichts geahnt bei ihm? Nee. Überhaupt nichts? Überhaupt nicht, nein. Führt er denn schon lange ein Doppelleben? Nein, überhaupt nicht. Wir sind seit 35 Jahren verheiratet. Mhm. Und er hat am Anfang des Jahres, also letzten Jahres, angefangen, dass er merkwürdige Verhaltungen hatte. Und zwar, er wollte seine Haare wachsen lassen,
dann ging er in Stöckelschuhen auf einmal durch die Wohnung. Und da habe ich immer zu ihm gesagt, was er jetzt macht, was das gibt. Und ja, er wollte was austesten, hat er mir dann erzählt. Ja. Und ich bin in so einem Amateurtheater, hat er gesagt, ja, vielleicht spiele ich bei euch mal mit. Und das wollte ich halt dann mal austesten. Ja. Klingt ja noch ein bisschen, kann man glauben, ne? Genau, richtig. Und Hat er deine Stöckelschuhe an oder hat er sich schon welche besorgt? Nein, er hat sich welche besorgt. Ach so. Weil unsere Schuhgrößen passten nicht. Oder dann ist er auch im Rock, dann hat er einen Rock von mir angezogen, solche Sachen auch. Ja. Aber er hat das alles so vor dir gemacht, er hat das nicht heimlich gemacht. Genau. Ne? Und er hat jahrelang Probleme mit Wechsel, so wie bei Frauen halt Wechseljahre. So. Und dann habe ich ihm halt auch so gesagt, geh doch mal endlich zum Arzt, lass dich mal untersuchen. Und sein Hausarzt, der hat dann ihn sofort weitergeschickt zur Uniklinik. Und die haben dann halt festgestellt, dass irgendwas mit seinem Hormonhaushalt nicht in Ordnung ist. Und ja, die haben ihn, ich weiß nicht, ob die ihm den Floh ins Ohr gesetzt haben oder ob das jetzt wirklich von ihm aus auch kommt, dass er eine Frau werden möchte. Und ich glaube, dass man, übrigens kannst du deinen Fernseher oder das Radio, den Ton mal ganz wegschalten. Ja. Der hallt immer noch ein bisschen nach. Ich glaube nicht, dass man jemanden das einfach so als Floh ins Ohr setzen kann. Ich glaube, dass sich so etwas ganz lange, entweder im Stillen und hinterher dann auch im Bewussten, in einem Menschen vorbereitet. Ich bin auch etwas erstaunt darüber, dass er, wenn du sagst, er hat erst im Januar, im Anfang des Jahres damit angefangen, mit den Stöckelschuhen und den Haaren, und dann im Oktober schon sagt, ich will mich umoperieren lassen. In der Regel dauert das bei den Leuten sehr lange, und bis sie zu dem Entschluss kommen. Ich verstehe auch nicht, wie die Ärzte und Psychologen, die ihn betreuen, wie die so schnell sowas alles machen und mich praktisch so ausschließen. Das verstehe ich irgendwo nicht. Kann ich auch nicht verstehen, dass das so schnell geht. Ist er denn da in einer psychologisch-psychiatrischen Abteilung gewesen? Also er hat mehrere Anlaufstellen, einmal in Essen und einmal in Mülheim. In Mülheim ist, glaube ich, der Psychologe, in Essen sind halt die anderen Ärzte. Und keiner fragt aber, wie es mir dabei geht. Kann es sein, dass dein Mann vielleicht den Ärzten und Psychologen gegenüber noch viel mehr erzählt hat, als das bei dir jetzt bisher getan hat? Ich weiß es nicht. Ich kann auch im Grunde genommen ganz schlecht selber mit ihm über dieses Thema reden, weil ich mich dann sofort eigentlich mit ihm auch streite, weil ich glaube, ich kann das irgendwie gar nicht in meinen Kopf reinkriegen. Eine gute Idee wäre ja, ist dein Mann dort immer noch im Moment in Behandlung? Ja. Wenn du mal mitfahren würdest, wenn das so zu organisieren wäre, dass also in Anwesenheit eines Psychiaters oder Psychologen ihr zu dritt sprecht. Weil ich finde das natürlich völlig verständlich, dass du auch einbezogen werden möchtest, dass du auch verstehen möchtest, was da los ist. Eben, genau. Ja. Und dass du, was habe ich gesagt, du bist 56, ihr seid so lange verheiratet, dass du ja völlig überfordert und überfahren bist auch mit so etwas. Kann ja jeder verstehen, verstehe ich auch. Insofern wäre so eine Einordnung, so eine objektive Einordnung von Seiten eines Arztes oder eines Psychologen schon sehr ratsam, finde ich. Das könntest du ihm doch auch so erklären. Wie stellt er sich denn euer Leben weiter vor? Ja, wie gesagt, also ich bin im Oktober ausgezogen. Ach so, du bist schon ausgezogen? Ich bin schon ausgezogen. Ach so, nee, das hattest du gar nicht gesagt. Ja, weil ich konnte es nicht mehr auch ertragen, ihn so zu sehen, wie er sich schminkt, wie er seine Haare wachsen lässt und in Röcken rumläuft und seine Fingernägel lackiert. Und macht er das im Alltag auch? Geht er so auf die Straße? Ja. Arbeitet er noch? Nein. Aber er geht damit einkaufen zum Beispiel? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, ihr beide seid zusammen noch nicht so ausgegangen, er als Frau und du eben auch als Frau? Nee, da habe ich gesagt, da habe ich also so große Probleme mit, und dann zieht er sich schon zivilisiert an. Wie oft seht ihr euch denn dann jetzt, wenn ihr schon... Das ist eigentlich auch noch wieder so mein Problem. Wir sehen uns jeden Tag, weil ich kann eigentlich fast sagen, ich kann gar nicht zu ihm gehen. Also ich gehe immer noch zu ihm hin, auch
wir unterstützen uns auch gegenseitig ja. noch davon. Das heißt, du wohnst auch um die Ecke quasi? Ja, nicht so sehr weit auseinander. Ja. Aber dieses große Thema, dieses Hauptthema, ist irgendwie ausgespart. Das ist irgendwie ein Tabu. Ja. Und er sagt, er will sich operieren lassen, aber das geht ja eben auch nicht so ganz schnell. Aber so sein Traum wäre das schon. Ja, genau. Könntest du dir vorstellen, dass du mit ihm, wenn das jetzt eben so ist, wie es ist, zumindest auf freundschaftlicher Ebene weiter einen Kontakt hast? Da gehe ich mal von aus, denn wir kennen uns seit 40 Jahren. Und ich denke immer, die 40 Jahre kann man nicht einfach auslöschen irgendwo. Wie war denn so in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, eure Sexualität? Hat ja, die war halt, aber das kam von mir aus komischerweise, dass wir keinen sexuellen Kontakt hatten. Warum, kann ich dir gar nicht mal sagen. Habt ihr... Also es war einfach, du hattest nicht mehr so eine Lust darauf. Hast du nicht mehr so eine Lust auf ihn oder generell keine Lust mehr auf Sexualität? Ja, das weiß ich nicht so genau. Mhm. Also ich, weiß ich nicht. Ja. Wie ist denn das bei ihm? Habt ihr da mal drüber gesprochen? Also er hätte liebend gerne immer mit mir Sex gehabt und wäre auch gerne immer... Das heißt, wenn er sich umoperieren lassen würde, wäre er dann eine lesbische Frau, oder wie? Okay, ich mach's dann auch. Dann müsste man das immer kompliziert zu denken bei transsexuellen Menschen. Wenn das dann so ist, dann wäre das bei euch so. Genau. Dieses wäre für dich aber nicht denkbar? Nein. Überhaupt nicht. Also dann überlege ich auch wirklich, ob ich mich scheiden lasse oder... Weiß das sonst jemand aus der Familie? Ja, also er selber hat noch einen Vater, der aber schon ziemlich durcheinander ist. Und da weiß ich immer nicht, wie er das alles noch so mitkriegt. Wenn er ihn besucht, er geht auch so zu seinem Vater hin. Ach, als Frau? Als Frau und... das muss den alten Mann doch auch umhauen dann, ne? Ja, ich sag, also wie gesagt, er ist ziemlich durcheinander schon auch und... Habt ihr Kinder? Ja. Ach, ihr habt Kinder auch? Ja. Wie viel? Wir haben einen eigenen Sohn und wir haben zwei Kinder adoptiert. Ja. Die sind aber, der Älteste ist schon 41 und der andere ist 33. Und der eigene ist... Der wird 20 dieses Jahr. 41 ist der schon? Und du bist 56? Der wie gesagt... Das ist der Adoptierte dann? Adoptiert. Wissen die das auch, die Kinder? Ja. Wie gehen die damit um? Wie gesagt, die gehen alle damit ganz gut um, in Anführungsstrichen. Aber du hast so für dich das Gefühl, dich vernachlässigt man. Dich bezieht man nicht mit ein. Genau. Ja. So wie du es gerade geschildert hast, kann ich das auch verstehen. Würde ich auch so empfinden. Kannst du ihm das ja nicht versuchen nahezubringen, dass du sagst, pass mal auf, wir sind ja nun mal eine Gemeinschaft und uns verbindet ja auch so viel und ich bin interessiert an dir und an dem, was in dir vorgeht. Bitte beziehe mich da doch mehr mit ein. Würde er das denn dann tun? Zum Beispiel Stichwort, was ich gerade sagte, dass du gemeinsam mal mit zu einem Psychologen gehst. Ich denke schon, nur wie gesagt, wenn ich mit ihm über dieses Thema anfange zu reden, dann fange ich an, manchmal auch unlogisch wahrscheinlich zu werden. Ja, umso besser ist es, wenn da eine neutrale Person bei ist. Weil sonst habt ihr euch gleich wieder in Haaren. Ja, genau. Ne? Und so, wenn jemand Fremdes dabei ist, dann kann der sagen, ja, passen wir mal auf, so und so und so und so. Also, das kann ja nur Mut sein. Vielleicht wirklich dann mit dem Ziel, dass ihr irgendwann eine gute, enge Freundschaft pflegt miteinander. Ja, das würde ich mir auch so wünschen. Ne? Denkst du so im Nachhinein, da ist... Vielleicht auch so in unserer Ehe, in den vielen Jahren irgendwie, da ist irgendwie eine Lüge oder ist da ein Schatten auf deine Vergangenheit dadurch? Das glaube ich nicht. Umso besser. Also glaube ich nicht. Weil er war eigentlich in der Beziehung auch immer ein Mann und wir konnten auch über alles reden immer so. Also das ist, denke ich, nicht der Fall. Also ich finde, dich trifft es heftig, das stimmt schon, aber ihn trifft es natürlich auch heftig, ne? Wenn man sich vorstellt, dass man in einem Alter von 58 so eine Verwandlung nochmal durchzieht, durchmacht und auch durchzieht und auch will vor allen Dingen. Das ist ja auch nicht einfach. Und da habe ich auch Respekt vor und denke, das ist ja nun doch auch
alles andere als einfach. Das denke ich auch. Mhm. Liebe Monika, die Sendung ist gleich vorbei. Ja. Versuche es so hinzubekommen, dass du mit einbezogen wirst und dass ihr zumindest eure Verbindung und eure Freundschaft rettet. Ja. Alles Gute von ganzem Herzen. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Johanna Knura. Morgen gibt's wieder eine Sendung mit dem Thema Geständnisse. Ich möchte mich mit euch über eure größten Geständnisse eures Lebens unterhalten. Ein Nur Radio ist live, ein Nur Wiederfernsehen. Macht's gut. Tschüss.